Schau mich bitte nicht so an, du weißt genau, ich kann dir doch nicht widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund, ich fühl genau den Grund, so kann's nicht weitergehen. Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich schon sehr, wir sind doch nicht allein. Was mir dein zärtliches Lächeln sieht, kannst du es in dir alleine enthalten? Schau mich bitte nicht so an, du weißt genau, ich kann nicht widerstehen. Wollen wir machen? Oh! Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich schon sehr, wir sind doch nicht allein. Was mir dein zärtliches Lächeln verspricht, kannst du es, wenn wir alleine sind, halten. Schau mich bitte nicht so an, du weißt genau, ich kann nicht widerstehen. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Renate. Mhm. Ich komme von der Insel Borkum und bin 80 Jahre. Da muss ich näher kommen. Wow, Renate. Meine Mutter heißt auch Renate übrigens. Und ist auch lässig, als Jünger. Wow, und auch vor allem vom Style. Du siehst sehr gut angezogen aus. Und es war auch sehr, sehr, sehr gut gesungen. Na, ich habe mich dreimal verhasselt. Ich habe das schon gemerkt. Es war sehr gut. Doch, ich habe das gemerkt. Aber das passiert jedem. Uns hat das sehr berührt und sehr mitgenommen. Wir waren sehr angetan, auch von dieser Erhabenheit, mit der du diesen Song vorgetragen hast. Danke sehr. Dieses Besondere, was du in der Stimme hast, so wie man früher eben auch gesungen hat, das ist so schön. Und ich finde, das wieder zurückzuholen in unsere Zeit, in der wirklich auch viele Sänger nur gleich klingen, es ist so erfrischend, einfach sowas zu hören. Wunderbar, vielen Dank. Renate, danke. Möchtest du dich setzen? Komm, wir nehmen dich mal mit auf unseren Stuhl. Alec, du bist schon so ein Gentleman, ne? Hallo, Renate. Bemühe mich. Freut mich sehr, schön. Schön, dass du bei uns bist. Ja. Hallo, Renate. Jetzt so viele Küsserei. Diese Küsserei. Okay, sehr gut. Ich danke. Sehr gerne. Dankeschön. Renate, wen hast du denn dabei? Mein Mann Jonathan, der auch Musiker ist. Dann einen meiner Söhne, meine Schwiegertochter. Ja, wollen wir die mal auf die Bühne holen? Ja, furchtbar gerne. Komm, ich hol, bleib du mal sitzen. Wolltest du sie? Entschuldigung, bleib du mal sitzen. Wir können das mal. Hallo, hi, servus, nice to meet you. Was bist du, ein zierliches Mädchen, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt werde ich verlegen, Renate. Nein, okay. Das tue ich nicht, nein, im Also wenn ich so aussehen würde, also dann später, dann würde ich mich richtig doll aufs Alter freuen. Das ist ein schönes Kompliment, die meisten sagen ja. Nee, wirklich. Also, die meisten sagen ja, also für dein Alter siehst du noch gut aus, dem könnte ich so eine runterhauen. Ja. Also, bin ich unmöglich. Renate, hast du denn eine Idee oder eine Tendenz oder bist du noch lost in deiner Entscheidung oder zieht's dich schon zu uns? Ihr seid beide so Schmeichler, aber ich, im Grunde genommen, ihr seid alle eine tolle Truppe. Also es ist ein Wahnsinn, hier ist alles ein Wahnsinn. Und ich muss sagen, dass für mich jemand da geklingelt hat oder gebassert hat. Oh. Ja. Yeah. Habe ich jetzt was Falsches gemacht? Nee, ist alles nein, du kannst auch nochmal hier, ne, da geht's Licht nochmal an, wo du hingehörst. Schön. Hier ist dein Zuhause. Können wir dir irgendwie mit deiner Entscheidung noch helfen oder weißt du es schon, Renate?
Was soll ich machen, Inge? Du gehst ja schon weg. Das ist deine Entscheidung. Was würdest du machen, John? Mir. Flüster ihr es ins Ohr. Flüster mir das mal. Miss Alea, toll. Ganz leise. Bitte. Ja? Ins Ohr sollst du mir sagen. Ja, du musst raus. Ja, dann gehe ich zu euch beiden. Ach, wie schön, Renate. Ich hoffe, ihr habt mich das richtig gemacht. Ja, natürlich. Renate!